Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. In diesen Tagen wird viel diskutiert über gesellschaftlichen Zusammenhalt, über Verlust- und Abstiegsängste, über kulturelle Konflikte, auch über Frauenrechte, über die Akzeptanz demokratischer Strukturen, über Radikalisierungstendenzen in unserer Bevölkerung. Gesellschaftliche Fragen, die uns als Familienpolitiker ganz besonders betreffen und beschäftigen, denn der Zusammenhalt der Gesellschaft, das ist die große Überschrift, das ist die Klammer über all diesen Themen, die uns als Familienpolitiker beschäftigen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist das Ziel unserer Familienpolitik. Und deshalb ist der Haushalt, der heute von der Regierung eingebracht wird, auch Ausdruck und Beleg dessen. Mit den finanziellen Festlegungen setzt die Regierung Zeichen. Wir setzen Zeichen und geben Antworten auf vieles, was derzeit höchst kontrovers diskutiert wird. Wir geben Antworten auf viele Fragen, die die Menschen in diesen Tagen stellen. Da ist zum einen die Frage, wird denn jetzt eigentlich nur noch etwas für Flüchtlinge getan? Wo bleibt eigentlich unsere Bevölkerung? Gerade der Familienhaushalt zeigt, wir machen viel für die Familien in unserem Land. Der Gesamthaushalt in unserem Bereich ist in den ganzen letzten Jahren jedes Jahr angestiegen und liegt mittlerweile bei über 9 Milliarden Euro. Wir haben den Kita-Ausbau weiter vorangetrieben. Es steht jetzt mit dem neuen Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau noch mal 446 Millionen zur Verfügung, 216 Millionen mehr als noch im vergangenen Jahr. Wir bauen die Sprachkitas auch aus. Auch hier ein Aufwuchs um über 100% auf mittlerweile 250 Millionen Euro. Allein für Elterngeld und Elterngeld Plus geben wir über 6 Milliarden Euro aus, auch hier eine massive Erhöhung, weil das Elterngeld sehr gut angenommen wird. Der Kinderzuschlag wurde erhöht, gerade im vergangenen Monat um 20 Euro. Kindergeld wurde erhöht, Kinderfreibetrag wurde erhöht, der Alleinerziehendenfreibetrag wurde erhöht. Viele Maßnahmen, die auch nicht nur in unserem Haushalt sind, sondern auch im Haushalt des Finanzministeriums. Wir haben die Mittel des Betreuungsgeldes 1:1 an die Länder und Kommunen weitergegeben, mit der Auflage, auch diese für Familie einzusetzen. Und damit sehen Sie, ehe- und familienbezogene Leistungen wurden in den vergangenen Jahren und wurden gerade auch im letzten Jahr massiv ausgebaut. Sie sind das Fundament, was den Familien wirtschaftliche Stabilität gibt. Und damit geben wir ein klares Signal an die Menschen in unserem Land. Wir investieren nicht nur in die Menschen, die zu uns kommen, sondern wir investieren auch und vor allem in die Menschen, die bei uns leben, in diejenigen, die hier Kinder großziehen, in diejenigen, die Senioren betreuen, in die Familien, in die Kernzelle unserer Gesellschaft, diejenigen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land sorgen. Wir geben auf eine weitere Frage Antwort, nämlich auf die Frage, wie integrieren wir denn die Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, in unsere Gesellschaft? Wie vermitteln wir unsere Kultur und unsere Werte? Und hier gibt es verschiedene Ansätze im Haushalt. Zum einen die Programme Menschen stärken Menschen mit 3,8 Millionen, mit 10 Millionen das Programm Willkommen bei Freunden mit 3,8 Millionen und vor allem der Bundesfreiwilligendienst. Bis zu 10.000 zusätzliche Stellen für den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug. Einmal Menschen, die sich einsetzen für Flüchtlinge, die denjenigen, die zu uns kommen, das erklären, was unser Land ausmacht, die ihnen erklären, was uns hier im Land wichtig ist, wie unsere Werte sind, was Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in unserem Land bedeutet, was Toleranz bedeutet, auch gegen etwa homosexuellen Menschen in unserem Land. Menschen, die sich vor Ort einsetzen, dass diejenigen, die zu uns kommen, hier ankommen und dass sie die Werte, die wir leben, akzeptieren und mit uns diese Gesellschaft gestalten. 10.000 Stellen, wo auch die Flüchtlinge sich selbst engagieren können, wo sie sagen können, ich setze mich eine Zeit lang dafür ein und gebe etwas von dem zurück, was ich von diesem reichen Land in den letzten Monaten bekommen habe. Das ist ein starkes Zeichen und diese Gelder sind gut angelegt. Damit geben wir ein richtiges Signal zum einen an die Flüchtlinge, nämlich die Aufforderung, integriert euch, wir machen Angebote, aber diese müsst ihr auch nutzen. Darauf legen wir auch beim Integrationsgesetz Wert, aber eben auch an unsere Bevölkerung, dass wir sagen, uns ist nicht egal, wie die Menschen, die zu uns kommen, hier leben. Wir legen Wert darauf, dass unsere Werte, dass unsere Kultur vermittelt wird. Und dafür setzen wir auch im Haushalt gewisse Schwerpunkte.
Wir haben einen dritten Komplex, einen dritten Bereich, der uns in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Radikalisierungstendenzen in der Bevölkerung. Wir erleben, dass Islamismus, Links- und Rechtsextremismus in bedenklicher Weise zugenommen hat. Wir erleben, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass jeder weiß, dass es in einer Demokratie keine einfachen Lösungen geben kann, dass Parlamentarismus das Aushandeln von Kompromissen ist, dass demokratische Verfahren lang und komplex sind und dass Gewalt allzu oft ein Mittel zur politischen Konfliktlösung ist. Und Frau Lemke, wenn Sie eine Frage haben, dann bitte ich Sie, sie gerne zu stellen, aber die Zwischenbemerkungen, die sind weder für die Zuschauer auf der Tribüne, noch für die am Fernsehen, noch für mich hier akustisch zu hören. Deshalb die herzliche Bitte, dass Sie, wenn Sie eine Frage haben, die dann öffentlich stellen. Herzlichen Dank. Ich bin der Meinung, allen diesen Arten von Extremismus müssen wir zum einen mit der Härte des Rechtsstaates begegnen, aber eben auch mit Prävention. Und auch hier setzen wir mit diesem Haushalt Zeichen, nämlich zum einen durch die Programme Extremismus und Demokratieförderung und zum anderen durch die Jugendverbandsarbeit. Frau Lenke, vielleicht noch mal die Aufforderung, wenn Sie eine Anmerkung oder eine Frage haben, das gerne öffentlich zu machen. Aber die Zwischengeräusche, das irritiert einfach ein bisschen beim Sprechen. Und ich glaube, wir sind hier ein Haus, wo debattiert werden kann. Und deshalb die herzliche Bitte, dass wir das dann auch öffentlich machen. Jugendverbandsarbeit haben wir im vergangenen Jahr um mehrere Millionen aufgestockt. Da wollen wir auch in diesem Jahr in den Haushaltsberatungen ein Augenmerk darauf legen, dass der Ansatz in gleicher Höhe weitergeführt werden kann. Ich denke, das ist gut investiertes Geld, denn wenn junge Menschen wissen, was sie tun können, wenn sie eine Aufgabe haben, wenn sie in gefestigten sozialen Strukturen sind, dann besteht weniger Gefahr, dass sie abdriften, dass sie anfällig sind für extremistisches Gedankengut, sei es aus der islamistischen Szene, sei es von rechts oder links. Und deshalb sind diese Gelder gut investiertes Geld. Wir geben also Antworten auf die Fragen: Was wird für unsere Bevölkerung getan? Wie integrieren wir die Menschen, die zu uns kommen? Und wie gehen wir um mit den Radikalisierungstendenzen in der Bevölkerung? Ich will aber vor einer Sache warnen. Und das ist vor Versprechungen, die wir machen, ohne sie mit haushalterischen Mitteln zu unterlegen. Denn ich glaube, dass davon auch viel von der Politikverdrossenheit kommt, die wir auch in den vergangenen Tagen erlebt haben. Und deshalb finde ich es schwierig, ein Familiengeld für 2017 anzukündigen, gleichzeitig einen Haushalt für 2017 als Regierung vorzulegen und keinen einzelnen Cent für dieses Familiengeld einzustellen. Ich finde es auch schwierig, als Regierung einen Haushalt vorzulegen und am gleichen Tag als Regierung, dass gleich zwei Minister der Regierung fordern, weitere familienpolitische Maßnahmen zu finanzieren. Es ist der Haushalt der Bundesregierung. Und wenn die Bundesminister noch weitere Maßnahmen wollen, dann habe ich als Abgeordnete eigentlich schon die Erwartung, dass sie diese Wünsche dann auch in dem Haushalt, den sie uns heute vorlegen, etatisieren. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, dass der Bundestag weitere Wünsche erfüllen wird. Das ist wie wenn ein Kind zu seinen Eltern kommt und sagt, ich hätte gerne ein Fahrrad. Die Eltern haben aber kein Geld und sagen zum Kind, na ja, die Oma wird dir ja schon eins kaufen. Das ist keine seriöse Politik. Oft geht das gut, oft kauft die Oma das Fahrrad. Und ich glaube, auch wir als Parlamentarier haben eine Menge Vorstellungen, was wir familienpolitisch in unserem Land noch tun können. Auch wir haben viele Wünsche, wie wir die Familien in unserem Land noch weiter unterstützen können und wollen. Aber wir haben zwei Probleme. Zum einen machen wir nicht nur Politik für die Familien von heute, sondern wir müssen auch ein bisschen im Auge haben, was mit den Menschen ist, die nach uns kommen, was mit den jungen Menschen ist, die Schulden, die wir ihnen hinterlassen, zurückzahlen müssen. Und wenn wir jetzt auch durch die wirtschaftlich gute Lage mit dem Füllhorn ausschütten, dann halten wir den zukünftigen Generationen den Hals zu. Und das kann doch nicht der Ansatz einer generationengerechten Familienpolitik sein. Das bitte ich bitte immer im Auge zu behalten.
Über vieles kann man sprechen. Und wie ich sagte, wir haben ebenfalls viele Wünsche an die Familienpolitik. Und gerade die Alleinerziehenden liegen uns besonders am Herzen. Und ich bin dafür, dass, wenn wir mehr für die Alleinerziehenden machen, wenn wir dafür sorgen, dass es einen Unterhaltsvorschuss gibt, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die, meistens Väter, die unterhaltspflichtig sind und den Unterhalt nicht zurückzahlen, dass sie dazu gezwungen werden, den Unterhalt zurückzuzahlen. Da kann es auch zu unkonventionellen Maßnahmen kommen. Die Idee des Führerscheinentzuges für diejenigen, die nicht zahlen, ist in meinen Augen eine charmante Maßnahme. Wir müssen Wege finden, wie wir diejenigen, die unterhaltspflichtig sind, zurückzahlen. Nur eines dürfen wir dabei auch nicht aus dem Auge verlieren. Diejenigen, die den Unterhalt zurückholen, das sind die kommunalen Strukturen vor Ort. Und wenn wir jetzt als Bund den Unterhaltsvorschuss komplett übernehmen, was ja der Vorschlag ist, der im Raum steht, dann besteht auch gar kein Anreiz für die kommunale Ebene, den Unterhaltsvorschuss noch mal zurückzufordern. Und deshalb sollte man sehr vorsichtig sein mit diesen Maßnahmen. Wir haben die nächsten Wochen Zeit, um uns zu überlegen, wie wir die Sachen, die noch nicht ausfinanziert sind im Haushalt, wie wir die ausfinanzieren. Wir haben die Möglichkeit, in Ruhe zu diskutieren. Das sollten wir in aller Ruhe tun. In Verantwortung vor den Menschen, die jetzt bei uns leben, und auch in Verantwortung für die kommenden Generationen. Und deshalb freue ich mich auf die Beratungen, die vor uns liegen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Dörner für Bündnis 90 Die Grünen.